Ich habe die Merkel-Legos nochmal bewundert und deswegen muss ich nochmal einen Teil drüber machen. Übrigens, bei Tag sehen sie noch viel beeindruckender aus. Pittoresker, wirklich. Ehrfurchtgebietend. Merkel-Legos. Merkel-Legos, Mann, an jeder Ecke. Merkel-Mono, Monolithen. Nö, nö. Ich werde dazu noch eine andere neue Version machen, dann mache ich noch einen weiteren Song. Kennt man das Lied ja, ne? Let the Sunshine in. Aquarius Schrägstrich Let the Sunshine in. Das ist das wohl bekannteste Medley überhaupt der 60er und der Geschichte der Musik. Das bekannteste Medley der Geschichte und eins der schönsten. Von The Fifth Dimension. Das ist ein Hippie-Lied. Das ist Flower Power. Das ist 60er. Das ist cool. Das ist nicht so ein Hip-Hop-Kram. Ich glaube, das kann ich auch besser, wenn ich das singe. So, man hat die Merkel-Legos bei uns neu eingepackt, teilweise. Und hier ist es schön rosa. Oh ja. Ganz links und ganz rechts, da sind die Fäuste. Das Gehirn ist in der Mitte. Genau wie das Herz. Prinz Pi, Rapper. Muss man dazu noch viel kommentieren? Was haben wir hier? Wer Gutes tun will, der muss es verschwenderisch tun. Oh. Der ist schlau. Hier ist auch nochmal mit Prinz Pi. Oh, ist das schön. So rosa. Sind die Merkel-Legos in der Zwischenzeit schwul geworden? Ich meine, das ist nicht böse. Es ist eine schöne Sache. Ja, ich mag das ja. Oh, oh. Ich finde, wir sollten sie noch schminken. Oder sowas. Welches Geschlecht haben die eigentlich, diese Dinger? Die müssen doch eigentlich auch ein Geschlecht haben, oder? Was habe ich jetzt neulich gehört? Wo war das noch mit diesen Spatzen? Da haben die so große Spatzen aufgestellt, aus Beton oder so. Und anderswo Hunde. Also so Rottweiler. Das ist auch ganz schick. Ach, und übrigens, ich habe es nochmal gesehen. Zumindest diese mittelgroßen Merkel-Legos, die wirklich aussehen wie Legosteine mit diesen Noppen oben dran. Die sind, also. Ich würde sagen, dass die in Münster hier etwa doppelt so groß sind und ich glaube, das sind mit Wasser gefüllte Tanks. Ich habe jetzt nicht reingeguckt. Ich traue mich nicht, diese Folie hochzuziehen oder mal drunter zu gucken oder so ein Ding. Aber vielleicht mache ich das noch. Keine so schlechte Idee, oder? Ich komme da ja eh gleich vorbei. Stimmt. Ah. Merkel-Legos. Die Merkel-Legos. Wenn die Merkel-Legos. Mächtig sind. Nee, was auch immer. Nee, aber die sind also doppelt so groß, ne? Wie diese kleinen, die mit den Noppen drauf, wo auch da teilweise jemand schon ironischerweise Danke Merkel draufgeschrieben hat, mit einem latent aggressiven, passiv-aggressiven Unterton. Finde ich eigentlich ganz. Aber da habe ich noch mal gesehen in so einem Video, das war, das war vielleicht ein 2- oder 3-Tonner. Lass es ein 4-Tonner gewesen sein, ausnahmsweise. Ja, lassen wir wirklich. Ich lege mich fest, es war, sagen wir mal, es war ein 4-Tonner. Jedenfalls ein kleiner LKW. Der ist da locker durchgebrezelt, also war überhaupt kein Problem. Ich fasse es mal zusammen. Wir haben also die permanente, dauerhafte und sehr unangenehme Bedrohung durch islamischen Terrorismus. Die Leute nehmen es hin. Sie werden noch schön verziert, diese Poller. Und diese Monolithen da teilweise, je nachdem, was es auch ist. Dann gibt es auch einige, die sehen aus wie süße kleine Vöglein und andere wie Hunde und so. Manche sind mit Kameras drin, andere ohne. Und dann stellt man mal bei so Testvideos fest, die übrigens auch im Internet zu finden sind und die können auch die Terroristen sich ansehen, die in Spee, dass die Dinger gar nichts bringen. Warum werden sie dann überhaupt da hingestellt? Dann bringt es doch gar nichts. Dann wird es doch reichen, da die paramilitärisch bewaffneten Bullen da hinzustellen. Nicht unbedingt als lebende Schutzschilde, aber reicht das nicht dann da? Vor allen Dingen, dann sind ja oder auch immer Lieferwagen da, ne? Die machen das hier so, die stellen zwei so Monolithen auf. Da ist dann aber ein ordentlicher Durchgang, also da ist ja viel Platz. Die stellen die so natürlich mehr an den Rand. Und so, dass seitlich vielleicht noch Leute vorbeigehen können. Aber davor steht dann immer, in der Mitte dann zwischen diesen Dingern, steht dann immer so ein Lieferwagen quer von Beresa irgendwie. Ne? Das heißt also, wenn da so ein Terrorist draufbrezelt, der bragt da volle Elle, BAM, ja, dann ja, ist der Typ in diesem Lieferwagen, der da sitzt, tot.
Ich habe nämlich gesehen, da sitzen oft Leute drin, meistens jetzt, ne? Congratulatio und Celebratio.